So, er hat uns jetzt entdeckt hier. Was geht denn mit diesem Hund ab? Das hätten wir geschafft. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Skyrim Dawnguard. Oh yeah. Ja, wir hatten jetzt hier den Mottenpriester gefunden und auch von seinem Bann befreit oder was immer hier abgelaufen ist. Ganz genau weiß ich das auch nicht. What? Wir können hier wirklich schlafen? Das ist interessant auf jeden Fall. Ich dachte eigentlich, dass hier vielleicht noch eine Truhe für mich wäre. Irgendwo. Hier unten vielleicht. Keine. Doch, hier ist eine Truhe. Aber die hatten wir, glaube ich, schon, oder? Haben wir uns die schon angeguckt? Ja, haben wir schon. Alles klar, dann sollten wir hier eigentlich soweit fertig sein und können uns auf den Rückweg machen. Was wir dann, denke ich, auch mal tun werden. Vielleicht erwachen die Gargoyles hier noch zum Leben. Würde mich eigentlich nicht großartig wundern, wenn das tatsächlich passieren sollte. Aber ich denke nicht, und demzufolge werden wir uns dann sehen, wenn wir draußen sind und diesen Fluss durchquert haben. So, dann werden wir mal Isran erzählen, was wir denn herausgefunden haben alles. Oh, Serana, du kommst aber aus einer ganz anderen Richtung. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben? Hast du schon wieder von den Menschen hier genascht? Mm-mm. Böses Mädchen. Genau, das ist das der Mottenpriester? Was kann ich für euch tun? Kann sein, ich weiß es schon nicht mehr. Ich bin beeindruckt, dass ihr so schnell einen Mottenpriester finden konntet. Hat er die Schriftrolle? Ist alles bereit? Um die Schriftrolle zu lesen? Ja. Sagt dem alten Mann einfach, wann ihr soweit seid. Ja, dann würde ich sagen, tun wir das doch jetzt einfach mal, oder? Ah, wir sind soweit. Hallo. Ein bisschen merkwürdig wirkt er, oder? Ja, okay. Schön, dass ihr es wohlbehalten hierher geschafft habt, Dexion. Ah, mein Retter. Schön, oh Gott, euch wiederzusehen. Das klingt falsch. Haben euch meine Gefährten willkommen geheißen? Nicht gerade die Gastfreundschaft, die ich gewohnt bin. Aber euer Isran hat halbwegs für meine Bedürfnisse gesorgt. Das klingt ganz nach und der Dämmerwacht. Wie ich anmerken möchte, dies ist eine bemerkenswerte Festung. Etliche Kollegen daheim würden diesen Ort sicher liebend gern bis ins Detail studieren. Seid ihr bereit, die Schriftrolle der Alten zu lesen? Oh, selbstverständlich. Lasst uns herausfinden, welche Geheimnisse die Schriftrolle uns verraten kann. Wenn jetzt bitte alle ruhig sein könnten. Ich muss mich konzentrieren. Ich sehe ein Bildnis vor mir. Einen großen Bogen. Ich kenne diese Waffe. Es ist Auriels Bogen. Jetzt flüstert eine Stimme. Aus den Reihen der Kinder der Nacht wird ein großer Held hervorgehen. In einer Zeit des Konflikts, in der die Drachen in das Reich der Menschen zurückkehren, wird sich die Finsternis mit dem Licht vermischen, werden Nacht und Tag eins sein. Die Stimme wird schwächer, ihre Worte bruchstückhaft und verzerrt. Doch wartet, es gibt noch mehr. Das Geheimnis der Macht des Bogens steht anderswo geschrieben. Ich glaube, die fehlenden Teile der Prophezeiung wurden in weiteren Schriftrollen festgehalten. Ja, ich kann sie jetzt sehen. Eine von ihnen enthält die alten Geheimnisse der Drachen. Die andere berichtet von der Kraft des alten Blutes. Meine Vision verblasst und ich sehe nichts mehr. Um die komplette Prophezeiung zu kennen, brauchen wir auch noch die zwei anderen Schriftrollen. Ich muss mich nun ausruhen. Das Lesen hat mich erschöpft. Kommt, alter Mann. Ihr solltet euch ein wenig ausruhen. Okay. Also brauchen wir noch mehr Schriftrollen. Das ist... Puh, eine Menge Arbeit, die auf uns wartet. Serana, was hast du mir zu sagen? Gespräch? Woran denkt ihr? Dieser Mottenpriester Dexion. Er sagte, wir bräuchten zwei weitere Schriftrollen der Alten. Ich glaube, ich weiß, wo wir mit unserer Suche beginnen können. Okay, das ist nice. Warum habt ihr das nicht früher gesagt? Die Hälfte der Leute in eurer kleinen Truppe würde mich eher umbringen, als mit mir zu reden. Ja. So etwas fördert nicht unbedingt die Gesprächigkeit. Pass auf, hinter dir. Mein Vater hat mir einen herzlicheren Empfang bereitet und das will was heißen. Der hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht. Ja, was ist denn zwischen euch beiden eigentlich passiert? Seit er beschlossen hatte, die Prophezeiung zu seiner Berufung zu machen, haben wir uns voneinander entfernt.
Vermutlich sieht er mich nicht einmal mehr als seine Tochter an. Ich bin einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und wo ist dann diese Schriftrolle der Alten? Wir müssen meine Mutter Valerica finden. Okay. Sie weiß ganz bestimmt, wo sie ist. Und mit etwas Glück hat sie sie vielleicht sogar bei sich. Ich dachte, ihr wärt tot. Ihr habt gesagt, dass ihr nicht wisst, wohin sie gegangen ist. Das letzte Mal, als ich sie sah, sagte sie, sie würde an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem Vater sie niemals suchen würde. Mehr wollte sie mir nicht sagen. Aber wie sie es sagte, dort, wo er nie suchen würde, sehr kryptisch, aber es war ein Hinweis. Könnte vielleicht irgendwie was mit dem Licht zu tun haben, weil Vampire ja nicht allzu gerne ins Licht gehen und da sicherlich auch nicht suchen werden, ne? Klingt fast, als wäre sie vorsichtig gewesen. Vielleicht. Was ich nicht verstehe, warum hat sie genau das gesagt? Außerdem fällt mir kein einziger Ort ein, an dem mein Vater nicht nachgeschaut haben könnte. Und dazu hatte er auch mehr als genug Zeit. Irgendwelche Vorschläge? Bei der Dämmerwacht. In Burg Volkiha. Guck mal, Dämmerwacht macht zum einen Sinn, natürlich, weil hier die Feinde sind, aber gerade da wird er doch auch sicherlich gucken. In seinem eigenen Zuhause hingegen weniger. Moment, das ergibt fast einen Sinn. Es gab einen Innenhof in der Burg. Ich half ihr dort bei der Gartenarbeit. Alle Zutaten für unsere Tränke stammten aus diesem Garten. Sie sagte immer, dass Vater diesen Ort nicht ausstehen konnte, weil er ihm zu friedlich war. Ist es nicht ziemlich riskant, in der Burg zu bleiben? Auf jeden Fall. Aber Mutter ist kein Feigling. Das ist... Ich glaube kaum, dass wir dort auf sie stoßen werden, aber ein Versuch ist es wert. Okay, durch die Eingangstür werden sie uns aber sicher nicht hineinlassen. Das stimmt. Aber ich weiß, wie wir in den Innenhof gelangen können, ohne Verdacht zu erregen. An der Nordseite der Insel liegt eine verlassene Bucht, über die die früheren Besitzer Vorräte in die Burg brachten. Es gibt dort einen Zugang zu einem alten Fluchttunnel der Burg. So gelangen wir hinein. Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Lasst uns zum Geheimeingang der Burg gehen. Sie ist auf der anderen Seite der Burg. Gehen wir. Uiuiui, jetzt gehen wir also direkt in die Arme des Feindes sozusagen. Und Serana mitten gegen eine Wand. Dachte ich. Okay, sie setzt sich hin. Alles klar, oh, das wird spannend. Sollen wir denn direkt zur Burg Volkiha gehen? Ich weiß es nicht. Oder sollen wir lieber hier hingehen? Hier wird uns das Ziel angezeigt. Also gehe ich jetzt einfach mal zur Burg Volkiha. Und wenn wir sterben, dann ist das eben so. Okay, wir sind hier. Aber diese Vögel immer, ne? Gut. Dann zeig mir, wo dieser Weg sich befindet. Hallo, Serana, du kennst dich hier aus. Warum muss ich vorgehen? Ja, das ist doch da oben die Eingangstür, oder nicht? Boah, Serana, ey. Du regst mich auf. Aber irgendwie seitlich davon, nehme ich an, könnte dieser Eingang sein. Hoffe ich zumindest. Oder es wird eben nur über diesen Innenhof. Gleich hinter dieser Biegung. Alles klar, okay, wir haben es tatsächlich gefunden. Hier soll das irgendwo sein. Die Burg sieht schon hier unten so groß aus. Ich meine, sie ist ja schon groß, aber sie wird einfach noch größer. Das ist ja wahrscheinlich der Sinn hinter der Sache. Dass man die auf einem Berg errichtet. Ah, sieh mal einer an. Das sieht doch nach besagtem Ort aus, oder? Müssen wir bloß aufpassen. Oh. Irgendwer ist hier. Und hat uns auch schon entdeckt. Aber wer? Ah, Schlammkrabben, oder? Schlammkrabben nur. Aua. Wasser? Ah, nein, Eisgeister. Eisgeister? Oder war das Serana? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich speichere mal lieber. Nein, okay, das sind... Oh, drau... Ach, Skelette sind das, okay. Von mir aus, die dürften ja machbar sein. Sollten jetzt nicht so stark sein. Auch wenn man die natürlich nicht unterschätzen darf. So, wo ist denn noch eins? Da oben? Okay. Aua. Trifft mich das einfach da. Die da oben zu erwischen... Wird gar nicht mal so leicht. Wow! Hui, ein Glück kommt das so in Zeitlupe angerast. So, jetzt kriege ich dich da oben, okay? So, einmal. Aber das hält relativ viel aus, muss ich sagen. Das, dafür, dass es nur ein Skelett ist. Autsch. Mal kurz zurückziehen.
Wow, da kam wieder was angeflogen. Okay. Aua. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Wer ist das? Kämpft der für uns? Ich glaube, ne? Ich glaube, der kämpft für uns. Komm, ich mach mal den Feuertronarchen noch hier hin. Jetzt hör auf, mich andauernd zu beballern oder was auch immer du da tust. Ich weiß gar nicht, wo du bist. So, ein Skelett ist, glaube ich, über uns. Da versuchen wir jetzt mal hinzukommen. Du bist ja ein Freund, glaube ich. Ich glaube, du bist von Serana kontrolliert. So, da kämpft Serana gegen dieses Skelett hier. Komm, dich kriegen wir doch jetzt mal relativ schnell down, oder? Oder einfach immer zu raufhauen. Dann dürfte das eigentlich gehen. Komm, 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 komm. So viel hältst du nicht aus, mein Freund. So viel geht. So viel nicht. Okay. Er hält eine ganze Menge aus. Scheinbar egal. Wir haben auch noch Nahkampfwaffen. Boah, ein Skelett, das so viel aushält, ist schon nicht übel, ne? Ist schon nicht übel. So, aber komm. Boah, es lebt immer noch einfach. Serana, halt einfach durchziehen, ein bisschen Leben ab, auch wenn er eigentlich kaum Leben haben dürfte dafür, dass er ein Skelett ist. Aber den kriegen wir jetzt definitiv down. So, haben wir ihn. Gut. Ach, warum belebst du den gleich wieder? Ist doch vollkommen unnütz. Ach, da lebt noch einer. Alles klar, dann ist es vielleicht doch nicht so unnütz. So, komm hier. Boah, Mann, ey. Da hinten ist auch noch mal einer. Dann machen wir mal so in der Zeit. Oh, oh, hörst du auf. Mist, der hat uns sogar getroffen. Hier, guck mal, Feuer und Eis. Was tust du jetzt, hä? Auch im einen Moment frierst du, im anderen verbrennst du. So muss das doch laufen. So, wir haben kaum noch... Oh, oh, wir haben kaum noch Zeug. Ah, oh, du triffst mich nicht. So, und jetzt hier auch nochmal einer davon. So, und dann werden wir wieder in den Nahkampf gehen, denke ich mal. So, wie es sein muss. Ah, oh, fuck, wir haben ihn kaum getroffen. Ich glaube, wir treffen mehr den anderen als alles andere. Mist, der greift uns jetzt auch an. Warum? Weil ich ihn geschlagen habe, nehme ich an. So, komm schon, kämpft gegeneinander. So, hier, komm. Brenne, 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 brenne. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich schlage auch immer den Falschen. Es tut mir so leid, Serana. Der wird mich jetzt auch langsam... Hey, jetzt greift er dich an. Warum? Das ist nicht gut. Okay, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich würde mich gerne erstmal ein bisschen heilen wollen, damit ich dann wieder mit Nahkampfwaffen angreifen kann. So, jetzt nehmen wir die Nahkampfwaffen auch. Einmal kurz zur Seite taumeln. So, alles gut. Und jetzt hier, bitteschön. Nimm mal das hier. Du doofes Skelett, hä? Wie gefällt dir das? Wie gefällt dir das? So gut nicht, was? So gut nicht. Und jetzt kriegst du hier noch ein paar Flammenschläge auf, ab. Und ich weiche nebenbei ein bisschen aus, immer ein bisschen umhertänzeln. Und dann passt das schon. So, down bist du. Leben ja nur noch 500. So, du bist auch fast tot. Komm, hier. Oh nein, das war ein anderes Skelett, was ich irgendwie scheinbar im Visier hatte. So, schieß ruhig mit deinem Bogen weiter. Versuch ruhig, mich zu treffen. Du triffst niemals den tänzelnden Ritter, okay? Niemand trifft mich. Okay, langsam schießt mir. Boah, ey. Ich schlag doch jetzt hier schon wie verrückt auf dich ein. Jetzt stirb doch mal. Was ist mit diesen Skeletten falsch? Normalerweise fliegen die bei einem Schuss um. Was tragen die für eine Mega-Rüstung? Ist ja unglaublich. Und mein Schwert dürfte auch schon langsam nicht mehr aufgeladen sein, was das angeht. Wir sind fast tot. Wir sind fast tot, aber wir können im Prinzip so mal machen und nochmal so. Okay, und jetzt würde ich mich sehr, sehr gerne heilen wollen, auch wenn der noch lebt, aber ich glaube, hier gab es ja noch ein anderes Skelett und vor dem habe ich so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir den Bogen. So, und jetzt rauf hier, komm. Tschüss. Mist, der lebt immer noch. Stirb jetzt. So, jetzt versucht er sich zu verkriechen, aber das kannst du vergessen. Mein Freund. Boah, war es das jetzt endlich? Das waren doch nur Skelette. Was passiert, wenn hier richtig gute Krieger anrücken? Ich mag dich nicht. Aber wir können nicht die Zwergenpfeile für dich opfern, okay? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich merke, wie mein Mikro extrem runterrutscht gerade. Das sitzt im Moment nicht fest. Ich muss das mal kurz korrigieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe im Moment halt ein paar Mikroprobleme. Und ja, leider... Musste ich deswegen die Aufnahme kurz unterbrechen, hat aber nicht lange gedauert. Volkihar Krypta, da wollen wir doch rein. Okay, Serana, okay. Am besten wir schleichen mal ein bisschen. Denn ich könnte mir schon vorstellen, dass hier irgendwas existiert. Zum Beispiel ein Skeva. Wow, ich hab dann... Ne, es hat irgendwie komisch geleckt oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall schließt sich das Auge noch nicht ganz. Demzufolge nehme ich an, dass es hier weitere Skeva existieren. Ist das keiner, ne?
Das Geber müssen wir jetzt auch nicht unbedingt untersuchen. Das ist eine Tür, die man ganz normal öffnen könnte. Okay. Hier unten ist auch nichts. Und das ist auch eine normale Tür. Okay, da sind ein paar Todeshunde. Der rennt auch genau in meine Richtung. Oh, was mit ihm? Ach, Erde rum, was ist hier los? Hört auf, alles rumzubuggen hier. Wer ist da? Die Pfeile fliegen auch sehr komisch. So, er hat uns jetzt entdeckt hier. Was geht denn mit diesem Hund ab? Bug doch nicht rum, Junge. Hier buggt gerade alles irgendwie ziemlich rum, oder? Sehe ich das falsch? Okay, hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Mal, wir können auch irgendwie so machen, ne? Bam, in die Fresse. Okay, okay, die sind stark, ich weiß. Ich sollte sie ernster nehmen. Ich weiß nicht, ob die wirklich stark sind, aber sie können zumindest ein bisschen Schaden ausrichten. Anrichten. So, du kriegst mal ein paar, hier kriegt ihr ein paar einfach rein. Habt ihr euch gerade untereinander angegriffen oder wie sah das aus? Wow! Komm hier nicht so auf mich zugestürmt. Bisschen gefährlich wirkst du ja schon. So. Einer existiert hier aber noch. Die alte Wasserzisterne. Manchmal würde es so riechen, als ob... Seid froh, dass ihr damals nicht hier gewesen seid. Okay. Wo ist der andere Hund? Der läuft hier noch irgendwo umher. Was mir Sorgen bereitet. Angst davor, es mit mir aufzunehmen? Oh nein. Ich wusste, der hat jetzt andere alarmiert, oder wie? Ach, es lebt ja kein Hund mehr. Es lebt nur noch so ein Vampir, so ein anderer. Achtung, der kommt hier gleich um die Ecke, glaube ich. Nee, doch nicht. Wo seid ihr? Da hinten ist der Hund. Da hinten ist der Hund. Wir nehmen dann mal den Bogen wieder raus, denke ich. Ja, was wolltet ihr? Sei ruhig. Ah nein, sie bewegt sich, sie bewegt sich. Komm schon, nicht bewegen. Oh, schön ins Knie getroffen. Aber kein Überraschungshit gelandet, leider. So, nochmal getroffen, der war überraschend. Okay. Oh, da ist ein Hund. Pass auf, Serana, pass auf. Oh, den hast du selbst beschworen, oder? Ja, da liegt noch. So, komm. Vorsicht. Vorsicht. Okay, der Hund ist weg. Jetzt haben wir nur noch einen Gegner. Achso, sie hat nochmal einen wiederbelebt. Okay, nice. Da oben. Oh, was war das denn für ein Fall? Okay, den kriege ich gerade nicht mehr. Wir müssen mal ein bisschen hinterher sitzen. Oh, was? Warum kämpfst du immer gegen deine eigenen Viecher? Ich sehe nicht durch. Ich check das noch nicht ganz. Komm, immer rein da, immer rein da, immer rein da. Oh, mit Ebenherz fallen. Ebenerz. Ebenherz. Nun auch wieder nicht. So, komm, Serana, den kriegst du ja wohl jetzt hin, oder? Hier, warm, ich helfe dir mal. Oh, was war das? Was habe ich getan? Warum habe ich eine Faust ausgerüstet? What? What is happening here? Oh mein Gott. Die macht sehr, sehr viel Schaden. Und hier komme ich so schnell nicht mehr raus, oder? Oh, da unten ist sie, okay. Alles klar. Wie machen wir das am besten? Vielleicht mit Feuerblitzen erstmal, oder? So, komm, hier unten. Schreck mal immer schön zurück. So, gefällt mir das. Hörst du auf. Hör auf, dich zu bewegen. Und nochmal. So, Serana, du müsstest jetzt ein bisschen in den Nahkampf gehen. Ein bisschen nachsetzen. Ich kann's immer zum Stolpern bringen. Wenn sie sich gefangen hat, hau ich ihr wieder die Beine weg. So mache ich das im Moment. Aber du müsstest da schön nachsetzen. Oh, voll daneben. Wieder daneben. Oh, Serana, ich weiß, ich hab's verkackt. Es tut mir leid. Komm, mit dem Bogen. Mit dem Bogen. Okay, sie muss erstmal in Sichtweite kommen. Da ist sie. Hier, bitteschön. Ah, voll daneben. Serana, ich helfe dir. Okay, hat sie nicht zurückschrecken lassen. Komm schon, da... Alles klar. Hörst du auf? Lass Serana in Ruhe. Ich habe keine Pfeile mehr. Oh nein, ich habe keine Pfeile mehr. Schon wieder nicht mehr. Oh Mann, wir müssen endlich einkaufen gehen. Aber ich denke da nie dran. Hörst du auf? Oh, ein Finisher. Aber ich glaube, die ist noch nicht tot, oder? Die ist noch nicht tot. Mach weiter. Warum kommen immer Finisher? Wenn sie noch nicht tot ist. Serana. Ah. Serana, komm schon. Halt durch. Verdammt, ich muss in den Nahkampf. Ich muss in den Nahkampf, aber ich werde Serana wahrscheinlich töten dadurch. Hör jetzt auf! Verdammt, ich erwische es nicht. Ich erwische sie nicht. Ich erwische sie einfach nicht. Ich will jetzt nicht sterben. R5. Hör auf. Du verbrennst jetzt elendig, okay? Okay, wir sterben. Ich denke, wir sterben jetzt gleich. Ja, wir sterben. Okay, dann ziehen wir uns ein bisschen mehr zurück.
Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ja, jetzt kommt wieder dieser Bug, dass ich zu viel trage, oder was? Das ist immer so. Immer wenn man sich einloggt, also wenn man stirbt, dann guck mal, du trägst zu viel. Obwohl hier steht 295 von 310, also trage ich nicht so viel. Boah, wie ich diese ganzen Bugs in Skyrim hasse. So, jetzt trage ich, glaube ich, nicht mehr zu viel. Ich glaube, jetzt geht's wieder, ne? So, erstmal verstecken. Und per Schnellheilung heilen. Hallo? Boah, scheiße. Ich muss mich echt zurückziehen gerade. Um ein bisschen zu Kräften zu kommen. Ja, mit wirklichen Distanzangriffen können wir gerade nicht, ne? Protzen. Außer vielleicht mit... Tut mir leid, Serana, falls ich dich auch getroffen habe. Fuck, ich glaube, ich habe nur Serana getroffen, oder? Es tut mir leid, Serana, okay? Es tut mir leid. So, versuchen wir mit den Feuerblitzen wieder ein bisschen gut zu machen, vielleicht. Hier, stolper mal ein bisschen. Und jetzt setzt nach, Serana. Sehr gut. Hier, nochmal zum Stolpern gebracht. Oh nein, der... Wow, 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 wow. Das, war das gar nicht Serana? Habe ich diese Serana gerade die ganze Zeit angegriffen? Oh, bitte nicht, oder bitte nicht, oh, bitte nicht, oh, bitte nicht. Sag mir nicht, dass ich so viele Fehler hier mache. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Heile, 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 heile. Heile, heile, heile. So. Jetzt in den Nahkampf gehen. Ah, fuck, ich glaube, ich habe Serana angegriffen. Sieht ganz so aus. Kann sein, dass Serana uns jetzt gleich von hinten auch noch angreift. Oder dann noch irgendwer anders kommt. Ne, da ist Serana. Greifst du mich an? Bitte nicht. Bitte nicht. Sind wir Freunde? Okay, ich glaube, wir sind Freunde. Okay, aber hier scheinen noch ein paar mehr zu sein. Tagebuchfragment. Okay, nehmen wir mal mit. Könnte interessant werden. Helfen durch der Furcht. Alles klärchen. Alles klärchen. Aber hier sind noch Gegner und ich habe leider kaum noch Distanzangriffe. Das ist schlecht. Also klar, ich habe gerade, glaube ich, einen Fall oder so wiederbekommen. Sind das weitere Todeshunde? Wer kämpft denn da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wow, wow. Oh, Alter, hast du mich erschrocken. Da unten ist irgendwer. Was zur Hölle? Geht hier vor sich. Okay, erstmal Ruhe bewahren. Ich glaube, erstmal sind wir sicher. Es hört sich so ein bisschen nach Spinnen an, ne? Vielleicht, ja, es sieht auch nach Spinnen aus. Was ist das hier? Das sieht interessant aus. Okay, war nur ein Eisendolch. Aber hier unten ist irgendwie... Da ist ein Skelett rein. Also ein Skelett wird nicht reingeklettert sein. Naja, wobei, in Skyrim weiß man nie, aber wahrscheinlich wird da ein Mensch reingeklettert sein. Gut, wie dem auch sei, ich würde sagen, dass wir hier an dieser Stelle dann mal das Ganze beenden und dann beim nächsten Mal weiterschauen. Ist ja gerade höchst interessant, wie ich finde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Bewerten. Bis dann, tschüss.